Hallo, ich meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence mit mir, dem Mushroom, hier bei uns auf dem Pixel-Kanal. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns gerade mit Millie und Amicia hier vor dem Wall, vor der Stadt. Wir müssen in die Bibliothek, wir wollen nämlich ein seltenes Buch dort entwenden und vielleicht noch Millies Bruder Arthur befreien aus dem Fängen der Inquisition. Guck mal, wie Millie läuft. In der letzten Folge habe ich auf Deutsch gestellt mit Untertiteln und das belasse ich jetzt erstmal so, weil ich finde die deutsche Stimme. Was sind das für Leute auf der Brücke? Oh. Ach so, ich dachte. Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Okay. Also. Nein. Oh Mann. Was? Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Boah, wie heftig. Da lang. Ich würde eher sagen, da lang, oder? Hier, das kannst du mal aufmachen. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt. Sorry, Universität. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Ab mit dir. Okay. Das heißt, ich muss jetzt wirklich alleine weitergehen und du... Du gehst alleine zur Inquisition und befreist deinen Bruder? Alles klar. Boah, ist es hier dunkel? Diese Leute. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Diese Mistkerle, was haben die nur vor? Ohne Witz. Sind sie wirklich nur aus, also darauf aus, hier die Plage abzuwenden oder verfolgen sie irgendwie noch so einen geheimen anderen Plan? Ich habe gerade voll gespuckt. Einen geheimen anderen Plan, den wir noch nicht kennen. Ich hoffe, die Ratten kommen bald wieder, dann kann ich nämlich die Gegner hier locker fertig machen. Ho! Nein, bitte nicht. Keine Ratten. Ich möchte auch keinen töten. Oh, nice. Da drüben, das muss die Universität sein. Aha. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Finde die Universität. Ja, gefunden ist nicht so wirklich. Wir haben sie nur gesehen jetzt. Also wir sehen sie ja nur. Ah, Mann, ey, das ist echt böse hier. So eine große Stadt. Und die ist verseucht. Es ist ganz schön weit. Absolut. Aber ich schaffe das. Also los. Aber erstmal umschauen. Und bloß nicht der Inquisition in die Hände. Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch noch in Ärschen hier rausschleifen. Verdammte Bourgeoisie. Okay, sie laufen weg. Da hinten hat was geglitzert. Das ist wunderbar. Aber hier auch. Oh, jawohl. Mit Ruhe. Ist da was drin? Stoff, Alkohol, Schnur. Wunderbar. Wir können immer noch nichts herstellen. Uns fehlt, ich glaube, Stoff. Und Leder und Schnur. Einmal kurz hier noch schauen. Hey, wollt ihr nicht mal rauskommen? Ihr solltet abhauen. Das ist gefährlich. Die Ratten kommen, die Plage kommt. Wenn sie euch beißt, dann ist es vorbei mit euch. Vorsicht. Letzter Aufruf.
Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Warum jetzt? Gell? Hallo? Einmal kurz hier das Fläschchen mitnehmen. Oh, Vorsicht. Kann man so einen Typen dazu zwingen, seine Laterne irgendwie auszumachen? Das würde ich jetzt noch gerne wissen. Boah, guck mal, wie die gierigen kleinen Biester, Mann. Wie sie es unbedingt wollen. Ich muss den Kerl irgendwie ausschalten, oder? Pass mal auf. Fuck, ich habe den Schock in der Hand. Nein, so nicht. Wir nehmen das hier. Schön auf den Dude. Oh mein Gott. Hier, nimm das! Boah, hast du Glück, dass du hier im Licht schlafen gelegt worden bist. Oh, nicht so weit zurück. Weichen, bitte. Gut. So, jetzt holen wir uns einen Stock. Und können hier an den Ratten vorbei. Zieht euch eben. Bösartige Viecher, ey. Das ist so ekelhaft. Gut. Hoppsa. Und man kommt nicht mehr zurück. Verdammt. Oh. Lasst mich in Frieden. Haut ab. Scheiße. Wie soll man bei all den Ratten hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Sei doch leise, verdammt. Ich weiß genau, was Senior Nikolas mit Plünderern anstellt. Ha. Der rote Mönch sitzt warm und trocken in seiner Bastion. Und alle anderen machen das gleiche wie ich. Meinetwegen, aber halt mich aus deinen Plündergeschichten raus. Wie komme ich jetzt an dem Kerl am besten vorbei? Dreh dich jetzt bitte nicht um. Ah. Was ich natürlich machen könnte, ich könnte ihn hierher locken. Vielleicht habe ich dann Zeit, um darüber zu laufen. Naja, mal gucken. Wir können es mal versuchen. Das kam doch von da drüben. Das kam von da. Oh, sobald er da steht. Hat er nicht gehört? Hat er auch nicht gehört? Oh Gott! Hier, nimm das! Geil. Ratten gekillt und den Typ fertig gemacht. Richtig nice. Erstmal wieder herstellen. Boah, Gott sei Dank. Oh mein Gott, wir haben nicht genug dafür. Oh oh. Das war nicht sehr schlau gelöst. Wie hätte man das sonst machen sollen? Naja. Vermutlich den Kerl dazu zwingen, wieder den Helm abzunehmen und dann ihn fertig machen. Ich habe keine Ahnung. Ja, mit dem Stuff. Uns fehlt Schießpulver. Hallo?
Wer hat das gesagt? Sehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße! Lass uns euch hier! Wir kommen später wieder! Oh mein Gott! Ist das überall so? Viel zu viele Ratten. Boah, geil, perfekt. So, sicher ist sicher. Was willst du von mir? Ah, da hoch. Oh nein, ich will nicht da... Tauben. Ich will nicht da runter, Mann. Oh nein. Kann ich irgendwo... was entzünden oder so? Furchtbar. Okay. Also, Konzentration, cool bleiben. Mega viele Ratten, Alter. Dass man das richtig cool dargestellt hat. Also, gefällt mir richtig gut. Könnte jetzt zwar da lang gehen, ja. Aber. Ihr seid so Mistviecher, gell? Man hätte die Möglichkeit, es da hinzuwerfen. Aber... reicht das, um die hier wegzulocken? Da hinten ist ja Stuff, also da ist ja noch was. Ha, warte mal. Oh. Hier ist auch noch Zeug. Ja, wunderbar. Und ein Stock. Alles klar. Dann hätten wir wahrscheinlich sogar die Möglichkeit, wenn ich das jetzt hier hinwerfe. Mit etwas Glück. Pass mal auf. Hier. Haut ab. Kann ich das sogar... nein, kann ich leider nicht nochmal herstellen. Aber. Oh, fuck. Fuck me, ey. Shit. Hätte ich irgendwas anzünden sollen? Oh, da sind sie. Guck mal. Boah, diese Mistviecher, Mann. Das war, glaube ich, ein Fehler. Obwohl. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Ich werde gleich gefressen werden. Oh mein fucking Gott. Sind es an. Oh, Alter, Finne. War das knapp. Hoch mit dir. Nice. Die bösen Viecher. Oh, guck mal, da kommen sie. Haut ab. Da geht's nicht weiter. Aber da ist auch nichts. Okay, alles klar. Jetzt habe ich halt das eine Luminose halt verbraucht. Dummerweise. Sterb! Ja! Böser Ratte, Mann. Okay, ich glaube, mehr ist da nicht. Dann können wir ruhig weitergehen. Auch nichts, was man irgendwie anzünden könnte, glaube ich. Ich glaube zumindest. Egal, wir gehen weiter. Wir machen mal weiter hier. Nicht so lange stehen bleiben. Ich habe Angst. Ey, von überall könnten Ratten kommen, weißt du? Tja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin. Aber immerhin lebe ich noch. Bleib mit dir. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein. Das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Halt's Maul. Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott. Anna, ich bin ansteckend. Geh fort von hier. Hör auf ihn. Verzieh dich. Sofort. Ich kann nichts. Ich kann nichts machen. Oh, ich bin diesen Scheiß so leid.
Hätte mir das mal vorher einen gesagt. Oh, Gott. Viele, viele Happen. Ich habe kurz gedacht, dass der Typ sie jetzt gleich niederknüppelt oder so. Und ich hätte sie retten können und hab's nicht getan. Es ging aber auch nicht. Ei, alles klar. Okay. Der Gehängte. Wenn ich ihn da runterhole. Der Gehängte. Tut mir leid. Tut mir echt leid, Mann. Fahrt, Alter. Natürlich. Es tut mir so leid, Alter. Fuck. Es tut mir leid. Da hinten liegt noch was. Er hat mich aber gesehen. Verdammt. Ist das eine Truhe? Ja. Oh, das ist immer so. Fühlt sich schön warm an, aber dieser Gestank. Haha, Alkohol. Von den Ratten geklaut. Oh. Oh, wann nimmt das endlich ein Ende? Oh, nein. Seine Frau wahrscheinlich und seine Tochter. Oh, Mann. Oh, es ist hart. Alter. Okay. Warum habt ihr das getan? Er war ein guter Junge. Dein Sohn ist hier, weil er Befehle missachtet hat. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Das reicht. Siehst du die Toten da? Das nennt man Disziplin. Ohne sie sind wir nicht besser als... Verschlossen. Gäbe es hier nur Chaos. Wenn du schon dabei bist, auch dafür, dass die Inquisition dich hier rausholt. Wir landen sowieso alle in der Hölle. Boah, Mann, ey. Diese Typen sind so nervig, Mann. Ratten? Überall Ratten. Kann man die Flamme da hinten von hier aus anmachen? Was glaubt ihr? Tatsächlich? Mach's einfach mal. Hä? War da was? Bis wohin kommst du? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ihr Drecksviecher. Das wart ihr schon wieder, oder nicht? Wo soll ich ja nur lang? Vielleicht unter dem Galgen durch. Die Ratten waren es auf jeden Fall. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss die ablenken, wenn ich da durch will. Und wie machen wir das am besten? An dem ist nicht so viel dran. Ah, doch, bei dem. Aha. Zack. Und den hier noch. Gut. Ganz ruhig. Denk an Hugo. Du machst das für ihn. Ja, absolut, ey. Hier geht. So, wie machen wir das mit dir da? Ich muss dahin. Aber der Dude sieht mich sofort. Guck mal, ich habe einen geilen Topf bekommen. Ich kann ja versuchen, mit dem Topf irgendwie Quatsch zu machen. Nicht hinsehen. Na du? Ich werde gerne nochmal zurück, weil da hinten lag noch was.
Ich könnte versuchen, ihn zu betäuben. Das machen wir mal. Zack. Hast du wieder Glück, dass du im Licht bist. Genau, deswegen wollte ich hierher. Hier liegt noch Zeug. Wichtiges Zeug. Jetzt soll man das mitnehmen. Soll ich mal mitnehmen? Ich nehme es mal mit. Ist das ekelhaft! Ich kann gerade nichts herstellen. Ich muss an meinem Glauben festhalten. An meinem Glauben festhalten. Musst du das, ja? Ja! Genau! Ich drücke mal den falschen Knopf, verdammt. Ich hole mal schnell nochmal einen Stock. Ich will keinen Ignifer oder so verbrauchen. Den Dude müssen wir auch gleich ausschalten. Windet. Schön. Hey. Verdammt. Ah, hier ist eine Aufstecke. Warte mal ganz kurz. Lass mal kurz liegen. Das brauche ich noch. Ignifer machen wir auch noch mal. So. Alle ausschalten. Hau bloß ab. Hier sind nochmal zu viele. Also ich muss Ignifer auf jeden Fall verwenden. Ich könnte zwar jetzt nochmal einen Stock holen. Da muss ich kein Ignifer verwenden dafür, aber ich bin jetzt zu faul dafür. Deswegen machen wir es so. Ich hab da drüben was gehört. Ich hasse dich, Mann. Nein, nichts. Gar nichts. Habe ich Zeit, rüber zu klettern? Boah. Zack. Bist du noch safe? Ich glaube schon. Seid nicht so giftig, Mann, ihr dummen Ratten. Brauche Schießpulver halt. Das ist bitter. Das hätten wir auch anders lösen können. Einfach einen Topf zur Seite geworfen oder so. Hätte auch geklappt. Egal. Geschafft. Sicher ist sicher. Aber den Kerle ausschalten. Vergessen. Boah, ist echt widerlich, gell? Arme Amicia. Amicia, Amicia. Wenn die Pest nicht wäre, wäre das eigentlich ein ganz schöner Ort so. Die Universität. Bald da. Ah, da vorne, na, komm. Bitte. Weiter. Ja, da vorne ist sie. Echt gut. Stück für Stück arbeiten wir uns vor. Er liegt auf dem Weg. Natürlich. Willst du wirklich da lang, Amicia? Verschlossen. Das wenn ist Melly zu. Jetzt hier wäre. Hier muss es doch noch einen anderen Eingang Melly. Geben. Ja, aber komm, da könnte man auch. Da können wir auch locker drüber klettern, also ganz ehrlich. Aber gut, wenn du willst, dann. Ich muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Der Lichtstrahl kann Amicia inmitten von Ratten einen Weg freimachen. Lenke den Strahl. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen.
Das ist gar nicht so verkehrt, gell? Aber lass mal erstmal kurz den Lichtstrahl dahin lenken. Ach, schade, ich dachte, die Ratten sterben. Boah, ganz knapp. Guck mal, ihr. Ihr fiesen Viecher, Mann. Wie sie einfach verschwinden? Hammer. So. Der Lichtstrahl kann außerdem Ratten den Weg freimachen oder sie blockieren. Ja, ja. Ist richtig ekelhaft. Kann ich irgendwas machen? Ich brauche das Ding gar nicht mehr zu machen. Ich kann auch sowas herstellen. Aber ich habe nichts. Verdammt. Leider nicht. Komm schon, Kumpel, nur ein paar Münzen. Oh, nein. Du hast doch irgendwas dabei, was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia, tu was. Los. Muss ich das machen? Irgendwie loswerden. Wirklich? Okay. Hey, was zum Teufel? Das wird dich lehren. Oh mein Gott, wieso? Wieso mussten wir das machen? Ein Fenster, perfekt. Geht mal weg. Hier ist sonst nichts mehr. Dann nichts wie weg hier. Hopp. Wieso haben wir den Kerl jetzt getötet? Verstehe ich nicht. Grausam.